Buongiorno, Señores, Señorinas. Herzlich willkommen hier wieder bei Michas Modellbauwerkstatt zu einem neuen Video von unserem Ferrari-Truck. Heute wollen wir machen die Ausgabe Numero 7. Die wollen wir heute machen. Beim letzten Mal haben wir ja schon weitere Teile am Motor angebracht. Heute soll es dementsprechend weitergehen mit der Ölwanne und auch dem Motordeckel. Wir haben ja, wie gesagt, beim letzten Mal schon die Riemenscheiben angebracht und auch den Riemen. So, also ich würde jetzt sagen, ihr kommt jetzt dicht daran und wir legen mit den Ausgabe 7 vom Ferrari Truck los. Meine Lieben, hier haben wir dann jetzt das Heft von Ausgabe Nummer 7. Da gucken wir doch mal wie immer mal rein. Lesen ist ja schwierig. Hier haben wir wieder schöne Bilder von einem Formel 1 Wagen. Und hier unten haben wir auch ein Bild von einem Ferrari F50. Das kann ich noch lesen. Dann haben wir hier, das müssten auch alte, das sieht fast aus wie ein Porsche, das ist aber scheinbar doch ein Ferrari. Dann haben wir jetzt hier unsere Bauphase, das machen wir gleich. Dann haben wir hier wieder ein weiteres älteres Modell. Weitere Bilder von einem schönen Ferrari Motor. Dann, das scheint auch irgendein Teil eines Motors zu sein. Hier nochmal wieder ein schönes Cockpit. Dann wieder ein neuerer Ferrari, der Ferrari F60. Das müsste dann das hier oben sein und das hier unten ist der SF90. Ist das so? Dann kommen wir jetzt zu unseren Bauteilen. Wir brauchen wieder unseren schönen Motor. Den haben wir hier. Und dann legen wir doch mal los. Hier haben wir unsere neuen Bauteile. Und die werden wir jetzt der Reihe nach verbauen. So, die lege ich mal hier oben hin. Als allererstes brauchen wir dieses Teil. Ist schwer. Das scheint aus Das ist aus Metall. Man hört es auch. Dann brauche ich ein etwas kleineres Teil, nämlich dieses hier. Und das soll ich jetzt hier oben erstmal reinstecken. Nämlich so, dass das da so reingeht. Ist das drin? Ja, das ist drin. So, dann haben wir hier ein nächstes Teil. Das scheint unsere Verbindung zum Getriebe zu sein. Das sollen wir jetzt hier oben reindrücken. Haben wir gemacht. Sitzt.
haben wir ordentlich reingedrückt und dann kommen wir schon auf die nächste Seite. Da brauchen wir ein nächstes weiteres kleines Teilchen. Nämlich dieses hier. Und das setzen wir jetzt hier unten drauf. Zack, nämlich so. So setzen wir das da drauf. Und dann drehen wir das Ganze um. Und dann kommt dieses Teil. Das setzen wir dann da drauf. So. Und das sollen wir dann mit DM-Schrauben. Das sind auch die einzigen Schrauben, die wir heute bekommen. DM-Schrauben. Die sollen wir dementsprechend zwei da reinsetzen. Nehme ich in die beiden Löcher hier. Setzen wir die rein. Da nehme ich mal meinen Lieblingsschraubendreher. Der greift wenigstens ordentlich. So. Und das dann auch noch da rein. So. Das haben wir dann auch. Dann legen wir das Teil erstmal zur Seite und kommen zu einem nächsten Teil, sondern zu diesem hier. Und da brauchen wir jetzt das Teil aus der Ausgabe Nummer 5. Nämlich dieses kleine Teilchen, was wir mal beiseite gelegt haben. Das brauchen wir jetzt. Das stecken wir nämlich jetzt hier nämlich rein. So, jetzt muss ich nur gucken, wie. So rum. Okay. Zack, das stecken wir da so rein. Und dann tun wir das Ganze nämlich jetzt auf unseren Motorblock setzen. Und zwar von unten setzen wir das drauf. Das ist sehr lustig gemacht. Die Löcher passen überhaupt nicht. Das kann auch nur so rum sein. Aber es steht in der Anleitung andersrum. Ach ja. Okay, nein. Das Teil hat mich hier gerade wahrscheinlich gestört. Ja, passt auch. Ja, der Riemen hat gerade gestört. Ich mache euch mal ein bisschen mehr Licht. Würde ich mal sagen. Und da schrauben wir auch DM-Schrauben rein. Muss ich nur gucken, ob ich mit den DM-Schrauben überhaupt da in die Löcher reinkomme. Nein, ich komme mit dem Schraubendreher da nicht rein. In die Löcher. Deswegen muss ich das mit einem anderen machen. So. Einmal. Und dann diese zum zweiten. Setzen wir die da drauf. Und schrauben die auch noch fest. So. Das hätten wir dann auch angeschraubt. So. Dann bekommen wir ein nächstes Metallteil. Das ist unsere sogenannte Ölwanne. Und die setzen wir jetzt ebenfalls von der einen Seite, wo wir gerade schon dran waren, nämlich so hier drauf und schrauben die auch mit einer DM-Schraube. An einer Stelle fest, nämlich hier, so, dann haben wir unsere Ölwanne auch und jetzt haben wir ja hier noch einen Ring,
Der haben wir jetzt das Teil angebracht, was wir noch übrig hatten. Den sollen wir nämlich jetzt hier drüber ziehen. So, dann haben wir den auch eingesetzt und wir kommen dann zu unserem kleinen Teil hier. Das ist unser sogenannter Ölmessstab. Der kommt. Hier ist ein Loch. Da kommt der reingesteckt. Und zwar so, dass er da auch drin bleibt. Also ich muss mal gucken, jetzt habe ich hier, so ist dann die Motoransicht, die ist also so. Und dann haben wir hier unseren Ölmessstab. Okay. Der soll also so da rein. Reingefummelt krieg. Ja, scheint funktioniert zu haben. Ne, nicht ganz. Jetzt aber. Also, jetzt sitzt da. Also unser Ölmessstab ist jetzt auch in Position. Jetzt haben wir dementsprechend dann das Teil auch erstmal wieder beiseite. Dann brauchen wir unsere Abdeckung. Da sollen wir ein ganz kleines filigranes Teil einsetzen. Nämlich unseren Deckel. Der ist ganz klein. Den sollen wir hier oben so reindrücken. So. Und dann sollen wir das Ganze auch schon von der anderen Seite auf unseren Motorblock aufsetzen. Nämlich so. So herum. Ja, so. Und ebenfalls mit einer DM-Schraube verschrauben. So. Ah, da kann ich wieder meinen anderen Schraubendreher nehmen. Da komme ich dann dran. So. Das haben wir. Dann kann ich den Motor erstmal wieder beiseite stellen. Und wir bekommen das nächste Eisenteil. Und dann haben wir noch ein kleineres Teil. Das setzen wir jetzt so hier ein. Nämlich hier. So. Na, wo ist denn jetzt hier die richtige Position von diesem Halbmond? Das ist eigentlich so richtig rum. Aber das will noch nicht so drauf, wie ich es haben will. So, jetzt. Jetzt ist es drauf. Und dann haben wir das auch und dann bleiben insgesamt diese Teile alle über. Das Teil bleibt über, das Teil bleibt über und unser Motorblock auch. Und damit sind wir dann mit Ausgabe Nummer 7 vom Ferrari-Truck auch schon wieder fertig.
Na, das war doch mal wieder eine recht zügige und schnelle Ausgabe von unserem Ferrari-Truck. Wir haben hier noch mal das schöne Ergebnis. So sieht unser Motor mittlerweile aus und er ist jetzt auch deutlich ein bisschen gewachsen. Was bekommen wir denn in unserer nächsten Ausgabe, in der Ausgabe Nummer 8? Da bekommen wir Teile für unser Getriebe. Also, wir bauen dann so schon langsam das Getriebe des Trucks zusammen. Darum soll es beim nächsten Mal dann gehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne das Video ein Daumen da, gebt meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, ein Abo, aktiviert dazu noch am besten die Nachrichtenglocke, dann erfahrt ihr, wann dementsprechend auch weitere Videos hier online gehen. Ist egal von welchem Projekt, von neuen Projekten, von alten Projekten, was auch immer auf diesem Kanal kommt. Da habe ich ja im Moment genug Bastelstoff, was ich hier liegen habe. Das muss ich erstmal alles verbauen. Jetzt ist erstmal die nächste Ektolieferung zum Beispiel angekommen. Die muss ich auch erstmal verbauen und auch weitere Sachen muss ich noch dementsprechend erstmal verbauen. Aber da kommt in den nächsten Tagen einiges auf euch zu. Da könnt ihr euch drauf freuen. Morgen um 20 Uhr, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, ist mein Abo-Special. Ich habe ja mittlerweile die 100 Abonnenten geknackt. Und da habe ich ein gesondertes Video gemacht. Ich will nicht zu viel verraten. Es geht mehr um Kit und auch um den Ecto. Lasst euch da gerne um 20 Uhr im Chat seid da gerne dabei. Ich würde mich darüber freuen. Und in diesem Sinne sage ich jetzt Arrivederci, Glück auf! Macht's gut, bleibt gesund und tschüss zusammen.